anspruchsvoll. Es ist sehr anspruchsvoll, finde ich. Also diesen Spagat hinzukriegen zwischen Organisator und Scoren und Druck auf den gegnerischen Point Guard machen und so weiter. Also das ist anspruchsvoll. Sache ist natürlich, so ein Spieler wie Tony Parker, oder was ist so ein Spieler wie Tony Parker, er ist einer der weltbesten Basketballspieler, kann man nur als Team verteidigen. Also so werden wir das angehen. 2009 war es noch so, ich wollte mir und allen anderen beweisen, dass ich auf dieses Level gehöre und dass ich da hingehöre und da mitspielen kann. Und jetzt, 2013, ist es so, dass ich sehr gerne mit dieser Mannschaft so erfolgreich sein kann, wie es irgendwie möglich ist. Auch mit dem Hintergrund, dass ich eine so große Verantwortung habe. Und insofern mache ich mir jetzt nicht so viele Gedanken um die Einzelspieler der gegnerischen Mannschaft, also taktisch natürlich, aber jetzt nicht als Herausforderung für mich in irgendeiner Form, sondern es geht mir darum, wie können wir 12 die anderen 12 schlagen. Hallo Andi, danke für deine Frage. Meine Zukunft in der Nationalmannschaft schätze ich als super ein und meine Position bei Bayern München als toll. Mach's gut. Mitten im Herzen von Ljubljana fand gestern Abend die stimmungsvolle Eröffnungsfeier der Eurobasket 2013 statt. Vertreterinnen und Vertreter aller 24 teilnehmenden Teams sowie sportliche, gesellschaftliche und politische Repräsentanten aus Slowenien nahmen an der Feier ebenso teil wie hunderte begeisterte Fans. Eine beeindruckende A cappella-Gruppe, Hip-Hop-Tänzerinnen und Tänzer der Spitzenklasse, klassische Musik sowie in mehreren Versionen der eingängige EM-Song untermalten die kurzweilige, knapp einstündige Veranstaltung, die natürlich auch einige Grußworte beinhaltete. Wir haben einige bunte Eindrücke der Eröffnungsfeier aufgezeichnet, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Parallel zur Eröffnungsfeier trainierte die deutsche Mannschaft genau 24 Stunden vor Beginn des morgigen EM-Auftaktspiels gegen Frankreich. Konzentriert wurden die einzelnen Übungen absolviert und das gesamte Team ist einer Meinung: Jetzt soll es endlich losgehen. Heute geht's endlich los um 21 Uhr: Deutschland gegen Frankreich live aufs Box. Schaut's euch an.